Natascha Ochsenknecht ist für ihre kessen Sprüche bekannt. Seit der Trennung von ihrem 20 Jahre jüngeren Ex lässt die 53-Jährige ihre Fans an ihrem Herzschmerz teilhaben. Und ich wollte nur mal eins klarstellen, das hat nichts mit dem Alter zu tun, sondern das ist gegenüber dem Partner, es ist eigentlich eine Geschichte zwischen Treue, Respekt und Achtung. Und es geht nicht um einen einmaligen Seitensprung, nein, das tut es nicht. Manchmal ist es nur das i-Tüpfelchen. Und der ehemalige Fußballer Umut Kekili und die Unternehmerin waren seit 2009 liiert. Eigentlich wollten sie heiraten. Doch daraus wird nichts. Zu oft war Kekili untreu. Mit ihrem ehrlichen Posting scheint die dreifache Mutter vielen Fans aus der Seele zu sprechen. Ihren Humor hat Ochsenknecht offenbar nicht verloren. Würde ich für jede Enttäuschung einen Cent bekommen, würde ich heute auf den Malediven sitzen, postete die Düsseldorferin am Donnerstag bei Instagram. Für das neue Jahr denkt die 53-Jährige optimistisch. Der selbstgemalte Wunschzettel für Weihnachten sieht hoffnungsvoll aus. Eine neue Liebe kommt bestimmt.